Oh. Ich mag das Geräusch. Nazarovia. Da muss ich mal kurz gerade machen. Ja klar, das musst du hier. Das sieht ja sonst nicht aus. Nee. Ich wollte dich immer schon mal fragen, ne? Warum heißt die Sendung nicht Krause zu Hause? Ein Mann der vielen Worte. Ein Poet, ein Macher, ein bodenständiger Star. Nein, ich rede nicht von mir, sondern von Echo Fresh. Er war deutscher Gangster-Rapper der frühen Stunde, selbsternannter König von Deutschland mit türkischen Wurzeln. Er wurde sehr jung, sehr erfolgreich, stürmte die Charts und stürzte in Krisen. Heute ist er 38 Jahre alt, verheiratet, Vater, Schauspieler und immer noch Hip-Hop-Musiker, der sogar amerikanische Stars dazu bringt, Kölsch zu singen. Mr. Kölle Ekrem Bora, a.k.a. Echo Fresh. Der gebürtige Kölner lebt nun im Rhein-Erft-Kreis, im rheinischen Braunkohlerevier westlich von Köln. Man könnte auch sagen, in der Pampa. Selbst das Navi fragt sich gerade, wo es mich eigentlich hinlotsen soll. Hier soll er also seit kurzem wohnen, zusammen mit seinem 5-jährigen Sohn Elijah und seiner Frau Sarah, die Model und Sängerin ist. Krause kommt, dieses Mal mit Blumen und Baum. Es sieht nämlich ganz so aus, als wollte Familie Bora hier Wurzeln schlagen. Das ist es doch. Hallöchen! Hallöchen, Familie Fresh. Schön, dich zu sehen. Wie schön, dass du hier bist. Es ist mir eine große Freude, Mensch. Ich darf hier reinkommen. Ja, natürlich, ja. Komm, bitte. Und Blumen hat er dabei. Aber selbstverständlich. Schön, dich zu sehen. Entschuldigung, natürlich zuerst die Dame. Das Blumen ist sehr nett, danke schön. Für dich, Sarah. Vielen Dank, Sarah, hi. Vielen Dank, dass ich komme. Und dir dachte ich, weil ein Mann muss einen Baum pflanzen, wenn er ein Haus gebaut hat. Das stimmt. Danke schön, mein Lieber. Ey, toll, dich wiederzusehen. Er ist 10 Jahre oder so her. Ne? Sehr lange her, ja. Aber wow. Du bist kaum gealtert. Das kann ich dir zurückgeben. Das liegt nur an mir. Warte, ich tue das mal eben hier hin. Ja, aber ihr habt ja richtig, Mensch, das ist ja ein richtiges Erwachsenenhaus hier. Ja. Wie die erwachsenen Leute. Ja, es ist im Neubau gelandet. Und ja, trete ein, wir haben hier Fußbodenheizung, mach's dir gemütlich und fühle dich wie zu Hause. Sag das nicht, weil sonst sitze ich gleich im Feinripp auf dem Sofa. Ja. Mit der Fernbedienung in der Hand. Kein Problem. Ich mach Schuhe weg, ne, weil ist schon auch noch nicht meine Straße hier. Ja, genau, das ist im Moment das Problem. Da trägt man denn die Matsche rein. Ja? Aber bald ist das ja zum Glück weg. Das wird hier gerade alles repariert. Aber komm rein, komm rein. Dankeschön. Das ist nicht mein Geschmack, was du hier siehst, sondern alles Sarah. Aber es gefällt dir. Mir gefällt's, ja. Ich bin dann halt. Was soll er jetzt auch sagen? Das heißt, du hast die Hosen an, was Innenarchitektur angeht. Ja, also er hatte schon ein bisschen Mitspracherecht in einigen Dingen, aber er hat es mir vollstens eigentlich überlassen. Ja, voll. Aber warte mal, ich nehme dir mal die Jacke ab, ja? Vielen, vielen Dank. Kann ich gar nicht so sehen. Ich hänge die mal da drüben über den Stuhl. Sehr. Herzlich willkommen. Ich hoffe, deine Reise war angenehm. Sehr feucht und es ist tatsächlich in diesem, es ist ja ein totales Neubaugebiet, ne? Das heißt, ihr kennt natürlich auch, ihr kennt ja hier wahrscheinlich auch gar niemanden, noch keine Nachbarn und so, oder? Es geht. Also wir haben uns schon in der Bauphase eigentlich prächtig verstanden. Ja, wenn mehrere Leute ein Haus bauen und verzweifelt da irgendwie stehen, dann wächst man doch zusammen. Ja. Also es gab auch schon einige lustige Abende hier in diesem Gebiet, das oder? Stimmt, das stimmt, ja. Und der Kleine, ihr habt ja Nachwuchs hier auch oder wohnt er in einem separaten Haus? Ja, der wohnt hinten noch in einem separaten Haus. Wir haben einen Tunnel für unten runter. Nein, der ist jetzt gerade im Kindergarten und wird nachher dann von der Omi abgeholt. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn Großeltern in der Nähe sind. Ja, Gott sei Dank. Das heißt, die Familie ist sozusagen in unmittelbarer Nähe und ihr könnt immer dann darauf zugreifen. Genau, genau. Aber warte mal, ich will nicht so unhöflich sein.
Trinkst du irgendwas? Möchtest du Wasser haben, Kaffee haben? Ach, da würde ich ganz bescheiden einen Champagner nehmen. Champagner? Nein, sehr gerne. Also was ihr trinkt. Ich, wenn ihr einen Kaffee trinkt, trinke ich einen Kaffee. Aber ich habe hier schon gesehen, hier ist so eine Siebträgermaschine, wo man irgendwie dieses, wo man erstmal irgendwie 3 Stunden braucht, um einen Kaffee zu bereiten. Aber der schmeckt dann wenigstens auch super. Nach Kaffee dann. Ja, ne? Genau. Wie wär's denn mit einem Kaffee oder Cappuccino, je nachdem, und einem stillen Wasser? Und dann können wir uns irgendwie. Bam! Super. Ja. So, und jetzt noch die Frage, wie trinkst du deinen Schwarz. Kaffee? Schwarz. Schwarz, okay. Ja. Also du machst den Kaffee, ich mach das Wasser, ja? Ja. Das ist okay. Ja. Sehr gute Aufgabe. Brauchst du Hilfe bei irgendwas? Soll ich, Wasseranschluss ist schon da oder muss man noch... Wasseranschluss ist da. Alles schon da. Wir haben hier so ein Filterding da drin, ich weiß nicht, da muss man keine Kisten mehr schleppen. Das ist ja alles hochmodern. Alles genau, das ist so der neueste Style. Magst du mit Sprudel oder ohne Sprudel? Kannst du da Sprudel rausmachen? Da kannst du Sprudel rausmachen. Ist nicht dein Ernst. Ja, und gekühlt sogar. Dann kommt da auch Cola raus? Nee, Cola nicht. Da möchte ich gerne mit Sprudel, einfach mal sehen, wie der Sprudel rauskommt. Das gibt's ja nicht. Ich wohne Altbau, ich bin froh, wenn überhaupt mal Wasser aus dem Hahn kommt. Das sind so Dinge, die wusstet ihr schon vorher, weil ihr sagt, wenn ich in ein Haus ziehe, dann will ich, dass da Sprudel aus dem Wasserhahn kommt. Nee, nicht ganz. Ich hab da, wo soll ich da anfangen? Wir sind ganz gut befreundet hier mit Sally und ihrem Mann. Ah, das ist so eine YouTube-Köchin. Aus dem Sendegebiet, Sally. Genau, und die hat uns bei der Einrichtung der Küche geholfen. Ja, und ich... Ja, komm, wir gehen rüber. Ja, vielen Dank. Schatz, magst du auch Wasser? Nö, ich trinke mir gleich Kaffee. Ich mache für uns noch Kaffee. Sollen wir uns da drüben hinsetzen? Nimm so lange? Das sprudelt ja. Ja, das ist der Mr. Gray. Mr. Gray? Ja. Ach so, der Mr. Gray. Der fängt er jetzt gleich an, die Handschellen auszupacken. Ja, das ist noch so. Also die Sarah hat den quasi mit in die Beziehung gebracht. Ich hatte damals meinen Hund mit in die Beziehung gebracht. Wo ist der? Den Badke ist ja schon verstorben. Und aber es wäre doch eine gute Gegend hier nochmal für einen Hund. Also, ne? So ein Hund ist einfach gerade, schafft man nicht. Stimmt. Aber irgendwann wollen wir wieder einen. Und Hausbau ist natürlich etwas, das frisst ja nicht nur Kohle, sondern auch sehr, sehr viel Zeit, ne? und Nerven. Und glaubst du, dass das, weil du bist ja jetzt schon weg von der Stadt jetzt auch, ne? Ja. Also das heißt, wird dir das fehlen, so das Stadtleben? Meinst nee. Du, dass du hier nee. Bist ruhiger geworden so ein bisschen? Ja, ich hatte schon genug Rock'n'Roll in meinem Leben und ich wollte jetzt nicht, dass mein Sohn irgendwie... Der soll lieber auf dem Land aufwachsen und dann vielleicht später, wenn er möchte, in die Stadt. So, ja? Und ja, mir hat das gereicht, das Stadtleben. Glaube ich, ja. Aber das ist ja richtig, schon auch richtig bürgerlich, ne? Weil wenn man jetzt so denkt, dass man das irgendwie, also gerade bei dir jetzt vielleicht auch, wenn man denkt, so, schon ein bisschen, ich hätte jetzt auch so MTV Cribs-mäßig was anderes vielleicht erstmal erwartet. Ja, aber was soll ich machen? Ich bin ja auch ein Mensch, so irgendwann will ich halt auch meine Ruhe haben. Ja. Kann ich noch was von, also was ihr zeigen wollt von diesem, weil das ist ja wirklich gerade... Das sieht ja schon aus wie sozusagen fürs Repräsentative gemacht hier. Ne? Was könnt ihr denn noch zeigen? Weil ich habe eben schon gesehen, es gibt leider nur so einen briefmarkengroßen Fernseher. Ich kann ihn gar nicht erkennen von hier. Also, dass man das mal sieht, ne? Ich bin 2 Meter groß und das ist der Fernseher. So. Ja, hier läuft nur Pierre M. Krause. Ja. Ich wollte dich immer schon mal fragen, ne? Warum heißt die Sendung nicht Krause zu Hause? Weil das besser bei mir zu Hause. Ach so, okay. Und Krause kommt ist natürlich schön doppeldeutig für alle die sich hintergründige Gedanken machen wollen. Okay, vielleicht bin ich als Rapper einfach, da denke ich zu sehr in Reimen. Ja? Stimmt, du hast völlig recht. Ja, stimmt. Guck mal, wie süß die... Darf ich den streicheln? Ja, natürlich. Ich liebe ja Katzen. Hey, Mr. Gray, ich bin's. Ist Mr. Gray einer von denen... Heißt er Mr. Gray, weil er gerne Leute quält? Oder? Nee, damals war tatsächlich ein Film irgendwie sehr bekannt. Und ich dachte so, ey, das ist doch cool, wenn ich die ganze Zeit Mr. Gray rufe. Weil der geht nämlich auch raus. Also der ist jetzt gerade am Chillen, aber so ab abends ist er dann unterwegs. Du, quälen kann er auch gut, kann ich dir sagen. Wenn er abends dann jault, weil er unbedingt noch mal raus will. Ich mag eigentlich gar nicht meine Katze. Doch, ich mag den schon. Ja, ja, ja. Ich mag den schon, aber ich wäre konsequenter in der Katzenerziehung manchmal. Aber würde ihn draußen lassen, die ganze Nacht. Ich würde den zum Beispiel nachts rauslassen, wenn er raus will. Und morgens, wenn ich aufstehe, dann darf er wieder rein.
Ja. Das wäre mein, mein Credo, oder? Ja, ja, aber dann denke ich mir, es könnte regnen. Der möchte vielleicht was essen. Ja, dann muss er warten. Und am nächsten Tag weiß er dann Bescheid. Ja, und dann mache ich auch mit dir. Genauso rücksichtsvoll Echo gegenüber wie der Katze? Also, dass du sagst, oh, ich möchte vielleicht was essen, es könnte regnen, es soll ihm gut gehen. Warum lachst denn du eigentlich? Doch, eigentlich schon, finde ich, natürlich, oder? Natürlich. Willst du dich jetzt beschweren hier? Natürlich, nee, es ist natürlich ganz, das ist schon mal so eine provokante Aussage, dann sage ich ja auch manchmal, ja, du kümmerst dich mehr um deine Katze, aber das stimmt doch natürlich gar nicht. Stimmt das nicht. Nein. Ich kann dir auch mal meinen Echo Fresh Raum zeigen. Oh, ich möchte unbedingt einen Echo Fresh Raum. Wenn du darauf ja, total gerne. Ja. Dann komm mal mit. Ich habe hohe Erwartungen. Den habe ich nicht Nein, eingerichtet. Nein, nicht zu viel, nicht zu viel Erwartungen. Das ist so der Raum, den ich mir immer gewünscht habe, den ich nie hatte früher. Der noch nicht fertig ist. Der ist aber noch nicht fertig. Das ist einfach so mein Hip-Hop-Raum. Der soll mich inspirieren auch. Da sind zum Beispiel diverse Rap- und Filmplakate. Ach, geil. Die werde ich hier an die Wand noch alle hängen. Dann sind hier diverse sehr, sehr gut. Sachen, die ich mir gesammelt habe. Sehr, sehr, sehr gut. Das ist mein Man Cave. Das ist dein Man Cave. Und da sind so gewisse Items, die hat man dann über die Jahre irgendwie entweder geschenkt bekommen oder mal verdient oder gewonnen. Und dann habe ich, aber die hatten nie einen Platz. Ja? Und jetzt haben sie endlich einen Platz irgendwie. Eben. Ist das der Bravo Otto? Das ist der Bravo Otto, genau. 2003. Das ist auch wirklich, du warst wirklich so ein Boy halt auch, ne? So, tatsächlich so. So ein Jugendstar irgendwie. Was machen wir denn jetzt mit diesem angebrochenen Tag. Sollen wir mal nach Köln fahren? Ja, ich sehr gerne, ja. Okay. Fährst du? Ich fahr, komm. Das Bettmobil. Ah. Wie ist es jetzt für dich, wenn du, weil du hast ja tatsächlich, du hast ein sehr bewegtes Leben, ne? Was hast du gesagt? Du bist untere Mittelschicht, hast du mal gesagt. Da kommst du her. Mhm. Das erfüllt dich das mit Stolz, dass du dir jetzt über diese Zeit sowas aufgebaut hast? Also Oberunterschicht. Ja, genau. Jetzt bist du Oberschicht. Genau. Nein, das weiß ich nicht, ob ich Oberschicht bin, aber ich weiß nicht, was soll ich dir dazu sagen? Es war einfach ein langer Ritt, sag ich dir. Dieses untere Mittelschicht-Ding, also wie muss man sich das denn vorstellen? Wie und wo habt ihr denn gelebt und gewohnt und so? Wir waren in Mönchengladbach-Reit in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und ich war so ein Schlüsselkind, nennt man das ja. Ne? Mhm. Ich hatte meinen eigenen Schlüssel, ich bin quasi nach der Schule nach Hause, hab mir manchmal dann selber da was zubereitet, eine Tütensuppe oder was und hab dann gewartet, dass die Mama von der Arbeit kam, hab meine Hausaufgaben selber gemacht und so weiter. Und das war unser Leben, also das war jetzt aber auch nicht War bei mir genauso. Ja, ich bin jetzt nicht in Brasilien in der Favela aufgewachsen. So ist das nicht. Ne? Aber wir hatten auch nicht viel, aber es war okay. Ich bin irgendwie dem Abitur entgegengegangen. Nur ab dem Moment, wo dann das mit dem Rappen geklappt hat, ich war ja da noch so beeinflussbar. Da hat mich nichts mehr anderes interessiert natürlich. Ne? Was ist das für ein Traum für so einen 16-Jährigen? So cool überall in Deutschland aufzutreten, da hat mich nichts anderes mehr interessiert. Dementsprechend ging dann meine schulische Leistung komplett nach unten. Und das war wahrscheinlich dann auch, da war die Mutter wahrscheinlich erstmal nicht begeistert. Nee, ja. Die war auch am Weinen, weil ich dann nach Berlin zog. Aber es musste sein. Ja, ja, klar. Und das hat ja auch sofort geklappt und sofort so groß eigentlich, dass es kein Zurück mehr gab. Ja. So, was ist hier? Ist das hier die Einfahrt? Das ist hier. Ah, hier ist Einfahrt. Ich sehe Menschen in kurzen Hosen und Fußballklamotten. Ich glaube, so langsam weiß ich. Ich muss dir gestehen, ich hab gar keine Ahnung von Fußball. Du hast keine Ahnung von Fußball? Keine Ahnung von Fußball, aber wir sind hier wohl in einem Stadion, habe ich recht? Ich habe auch nicht so viel Ahnung von Fußball, aber eins weiß ich, dass wir hier beim Rhein-Energie-Stadion sind, in Köln. Der erste FC Köln. Richtig. Warte, ich mach mal hier noch gerade.
Da muss ich mal kurz gerade machen. Ja klar, das musst du hier, das sieht ja sonst nicht aus. Nee, krieg ich auch die Türe nicht auf. Ja, du kannst es ja noch. Du hast es noch nicht verlernt. Gut, mein Lieber, ich danke dir, dass du mitgekommen bist. Sehr, sehr gerne. Und ich würde jetzt mal gerne mit dir beim Stadion so ein bisschen spazieren gehen. Ja, voll gerne. Also ich kann aber nicht spielen oder sowas, ne? Ich auch nicht. Ah, Fußball, Fuppes, wie wir sagen. Kann man da rein jetzt? Ja, man kann auch da rein. Ist ja auch das Rheinenergiestadion. So ein bisschen Stadion-Konzert-Atmo auch. Mhm. Geil, oder? Ja. Stell dir vor, du machst so ein Stadion voll, Alter. Das ist schon mit Leuten. Fett, ne? Ja. Ja. Toll. Also du bist du großer erster FC Köln-Fan? Ja, aber nicht nur das. Und das ist etwas, also ich habe ja keine Ahnung von Fußball, aber was ich weiß ist, es gibt so Welten, die sich nicht vertragen. Und da du ja Mönchengladbach, also du bist ja auch Gladbach-Fan. Ja. Ne? Das ist doch, das geht doch gar nicht. Ja, Echo Fresh und der Fußball, das ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Ja. Ich habe da so viele Parteien, die ich sozusagen zufriedenstellen muss. Ich bin in Köln geboren, dann haben sich meine Eltern getrennt. Meine Mutter ist nach Mönchengladbach, weil ihre Schwester da gewohnt hat. Und von daher versuche ich immer neutral zu bleiben. Ich bin nur hier mit dir hingekommen, weil ich dir das mal, weil ich das halt mit Köln verbinde und ich auch Köln vermisst habe, jetzt wo ich in Kerpen wohne. Sollen wir mal hier spazieren? Ja, total gerne, klar. Und du bist für den Karlsruher SC, ja? Bestimmt. Ich weiß es nicht. Ja, bestimmt doch. Das ist, der spielt ja jetzt auch in der dritten Liga. Keine Ahnung. Aber ich kann so ein bisschen nachvollziehen, dass es Spaß macht, hier mit einer Wurst in der Hand und einem Bier, dass man da Spaß haben kann. Oh ja. Schau, Vorsicht, bisschen gefährlich. Ja, ich springe, weil ich meine Stunts alle selber mache. Ja, dürfen wir hier auf dem Rasen oder ist das verboten? Hier auf den Kunstrasen dürfen wir, auf den richtigen nicht. Ja, das ist hier. Ah, okay. Der wird gerade beleuchtet, keine Ahnung. Aber das für Kunst zum Beispiel interessiere ich mich. Ich liebe irgendwie Köln. Ja. Ja. Ich sage mal, wenn ich türkische Musik höre, da fühle ich mich damit verbunden, obwohl das irgendwie Kilometer weiter weg gemacht wird. Ja. So, ja? Das geht bei mir direkt in die Adern rein. Ja? Dasselbe habe ich auch bei Kölscher Musik, sage ich mal. Ja? Das habe ich auch, wenn ich Brings höre oder Höhner oder was. Ich weiß sofort, ah, okay, hier, das ist von zu Hause. So. Finde ich ja eh faszinierend, dass du so gewisse Sachen, die man als Rapper eigentlich nicht macht, um seine Credibility nicht zu verlieren, da hattest du nie Scheu vor. Du hast einfach gesagt, komm hier, dann mach ich mal einen Popsong, mach ich eben auch mal was in die Schlagerrichtung geht oder so. Ich glaube, du musst dich selber nicht so krass ernst nehmen. Ja. Ich glaube, das ist so. Ja. Und, ja. Aber im Hip-Hop schwierig. Im Hip-Hop also, schwierig. Da habe ich den Eindruck, dass man sich da schon sehr ernst nimmt. Genau. So, ne? Aber ich feiere das auch nicht. Ich kann das auch nicht hören. Ich finde das peinlich, wenn andere das machen. Wenn die sich zu ernst nehmen, ist immer so, da habe ich so Cringe-Gefühle. Ja. Aber ist okay, vielleicht haben die auch Cringe-Gefühle bei mir. Können wir laufen noch ein Stück? Ja, sehr gerne. Hier durchs. Dann können wir sagen, wir haben uns wenigstens ein bisschen bewegt. Wir sind alles Vögel aus Düsseldorf, die kacken uns jetzt auf den Kopf. Nichts wie die weg hier. Die stehen alle auf Altbier, meinst du? Ja. Okay. Und hier hast du auch mit Dante Thomas, den wir alle noch kennen von seinem Welthit Miss California, hast du Miss California gedreht. Genau. Ja, der Refrain ist She's Miss California. Hardest thing in West Cologne. I met her right across the dome. She's a lecker Mädchen. Mädchen. Ja, genau. Ja, ja. Darauf wolltest du hinaus. Da habe ich lange hören müssen, um das erstmal zu blicken, dass es She's a lecker Mädchen ist. Der war so locker, der hat das einfach gesungen. Ja. Und wie macht man das denn? Da ruft man den Dante Thomas an, sagt, ich habe eine Idee und dann kommt der, weil Echo Fresh ruft. Ja, dann haben wir genau hier gedreht. Ja. Und jetzt mal gucken, mal sehen, ob das ein Kölner Evergreen wird. Ich glaube ja. Also ich glaube, das könnte so ein Karnevalshit tatsächlich auch werden. Mit dem ich dann jahrelang auftreten kann. Das ist, wenn nichts mehr geht, Karneval geht immer. Ja, das, genau. Das sind deine Nüsse für den Winter. Das ist deine Rente. Das ist, wenn ich schon zu alt bin so für gewisse Formate. Aber ein Song reicht nicht. Ich brauche dann noch irgendwie zwei, drei, die man hier spielen kann. Mal schauen. Ja. Ist es eigentlich wärmer unter diesen Lampen? Wir könnten uns ein bisschen sonnen. Also wir dürfen ja nicht drauf, aber ich weiß nicht, ob man da mal die Hand drunter halten darf.
Aber das könnte auch die normale Erderwärmung sein, das weiß ich nicht. Ich trau mich irgendwie nicht. Will nicht rausgeschmissen werden. Das ist nicht gut für deine Credibility. Das ist hier ein heiliger Ort für... Du bist halt einfach kein Gangster. Prösterchen. Prösterchen. Prösterchen, danke, dass du unser Gast bist. Vielen Dank, dass ich euer Gast sein darf. Was machen wir denn? Sag mal an, wir helfen dir. Ich würde jetzt einmal... Ja, Knoblauch. Wir brauchen jede Menge Knoblauch tatsächlich. Sehr sympathisch. Ich glaube, das reicht erstmal. Den kompletten? Nein, wir brauchen so 5-6, würde ich sagen. Okay, also ordentlich. Okay, sehr gut. 5-6, okay, ja. Wirklich, okay. Ja, wir bereiten jetzt erstmal die Soße vor. Da kommt erstmal Olivenöl, jede Menge rein. Und dann geben wir erstmal den Knoblauch rein und später kommen die Tomaten dazu. Ach, das ist ja interessant. Ihr habt lauter so fancy Sachen. Ich wirklich, nachdem ich jetzt eure Küche kennengelernt habe, ich komme mir vor, als würde ich immer noch leben wie ein Student. Das ist wirklich, ich hab ein völlig zusammengewürfeltes Sammelsurium an Geräten und so. Und hier, wenn man hier irgendwas aufmacht, dann geht immer gleich ein Licht an. Huch! Und irgendwie, das ist doch alles so nicht normal. Wahrscheinlich ist es auch so ein Herd, den du von überall aus bedienen kannst. Ja, kannst du mit der App steuern tatsächlich. Ich bin noch nicht angekommen in diesem neuen Jahrtausend, glaube ich. Ich habe so ein Gasherd. Ja. Da macht man einfach Feuer. Ein Smart-Herd. Ich weiß ehrlich gesagt auch manchmal nicht, wie das geht. Weil das ist mir manchmal suspekt, weil ich weiß nicht, wo das stehen muss und so. Aber die Sarah erklärt mir das dann immer. Ja. Letztens habe ich auch Eier da gekocht. Ich hab's voll drauf. Echo kann wirklich sehr gut Sucuk und Eier machen. Damit habe ich auch, ehrlich gesagt, Sarahs Herz gewonnen. Oha. Oh ja, das stimmt. Schon beim ersten Date, da hat sie mich morgens abgeholt, glaube ich. Nee, du mich. Du hast mich abgeholt. Mit dem Hund irgendwie. Und da habe ich bei ihr beim ersten Date schon Sucuk gemacht. Und habe ihr gesagt, pass auf hier, das ist das türkische Frühstück. Das ist das türkische... Du hast ihr beim ersten Date Frühstück gemacht. Dann lief das ja gut, das erste Date. Ja, das lief ganz gut. Wie lange seid ihr eigentlich zusammen? Also wir sind jetzt 7... Jahre verheiratet. Die Angst in deinen Augen, ob jetzt was... 7, 6, 5, 3, sehr lange, viel zu kurz. Also der Kleine ist 5, das sage ich schon mal. Wir sind im 7. Jahr verheiratet. Habe ich doch gesagt. Ja. Entschuldigung, ich wollte dich echt nicht in die Bredouille bringen. 7. Jahr heißt doch, ist das nicht immer dieses verflixte 7. Jahr? Sagt man das nicht? Ja. Theoretisch ja. Aber nur theoretisch oder ist schon verflixt das schon? Nee, weißt du, was wir machen? Wir heiraten nämlich noch mal richtig in Weiß nächstes Jahr. Ach, ihr habt nur Standesamt. Also sie in Weiß, ich mit Smoking. Ja. Ja. Und jetzt haben wir gesagt, oder die Sarah hat sich das sowieso immer gewünscht, schon als kleine Sarah, fresh Sarah. Dann haben wir gesagt, komm, wenn wir das jetzt nicht machen, können wir es nie machen oder schaffen wir es vielleicht nie wieder. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir es. Und hast du schon ein bisschen so, also muss er auf einem Schimmel reingeritten kommen oder sowas? Nicht. Tauben, wird es Tauben nein, geben? Nein, nein. Du bist nicht romantisch. Ich hätte gedacht, du bist eine romantische Person. Ja? Nee. Ja? Ja? Also wirklich? Mit der Sarah kannst du Pferde stehlen. Und ja, die ist genau das, was ich gebraucht habe. Ja, im Leben. Diese berühmte Seelenverwandtschaft, die man so sein ganzes Leben lang sucht. Ja. Gurken kannst du in den Salat bitte geben? Na klar. Wusste ich doch. Ich mag, dass du so eine leicht devote Art annimmst. Na klar. Wir könnten gleich auch mal den Tisch decken. Okay, ich glaube, das ging in meine Richtung. Soll ich dir helfen? Kann ich irgendwas tun? Ich weiß nicht. Ich tue mir einen Nutella. Die tiefen oder die großen oder was? Die tiefen. Okay, also bereit? Ja. Voll. Bereit. Ja, Mensch. Guten Appetit. Was heißt guten Appetit auf Türkisch? Jetzt überfällt es mich. Apfelturzen. Wie? Afiert Olsen. Afiert Olsen. Was heißt guten Appetit auf Polnisch? Gute Frage. Bei uns sagt man einfach zu einem Nasarovia. Oder Tschech. Warte ganz kurz.
Oh. Ich mag das Geräusch. Na zdrowie. Na zdrowie. Ja, dann. Guten Appetit. Guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Ihr habt auch ein Projekt zusammen gemacht. Das war eine Herzensangelegenheit von euch beiden. Da geht es um Gewalt an Frauen. Und für dich ist das ein Herzensthema, weil du selber eine Erfahrung sozusagen mit Gewalt hattest. Genau, also ich hatte eine lange Beziehung, in dem das irgendwie immer eine Rolle gespielt hat, sowohl physische als auch psychische Gewalt. Und es lag mir daran, sehr zu zeigen, dass man da rauskommen kann. Ich glaube, das ist für viele Frauen eine Diskrepanz, weil man nicht weiterschauen kann. Man ist ja gefangen, man hat Angst, man fühlt sich auch irgendwie voller Scham. Irgendwie ist es von der Gesellschaft zwar irgendwie da, jeder weiß das, aber trotzdem ist es dir peinlich. Es ist ein Tabuthema. Es ist ein Tabuthema. Und ich glaube, du weißt dann in dem Moment nicht, wo kannst du dich hinwenden? Wie ist dir überhaupt geholfen? Wie sind die Gesetze? Dann haben die Möglichkeit, auch die Chance zu haben, rauszukommen. Wie bist du denn rausgekommen? Man, die hat ja keiner sozusagen diese Motivation gegeben. Erst im Studium fing ich an, nach links und rechts zu schauen und hatte die Möglichkeit zu sehen, wie gehen die Menschen eigentlich miteinander um. Weil ich war wirklich sehr, sehr jung, als ich diese Beziehung angefangen. Es war meine erste große Liebe sozusagen. Wie alt warst du da? Ich war 15, 16. Oh Gott, okay. Und das hat sich dann halt wirklich bis Anfang 20 gezogen. Und der hat dich, also der hat dich geschlagen, der Typ. Okay. Und wie fasst man als so junge Frau diesen Mut? Da musst du ja schon einiges an Kraft zusammensammeln. Ich hab wahrscheinlich auf den richtigen Moment gewartet. Und der war dann auch einmal da. Ich habe meine ganzen Sachen gepackt und bin tatsächlich zu meinen Eltern abgehauen. Und das war auch der Moment, wo mir klar wurde, ich bin jetzt endlich raus. Letztendlich ist es dazu gekommen, dass ich danach fast 3 Jahre Stalking hatte. Also er hat mich nicht in Ruhe gelassen, bis kurz bevor ich dann Echo kennengelernt habe. Und wie ist es für dich? Also das ist ja schrecklich, sowas mit anzuhören. Also auch gerade, wenn es da noch so Stalking-Momente gibt, die so lange dauert, wenn ich es richtig verstanden habe, ja noch bis in die Zeit, wo ihr euch kennengelernt habt. Ich kann das nicht in Ansätzen so spüren, natürlich. Ich kann es nur versuchen, mich da rein zu versetzen und für sie da zu sein. So. Aber ich kann das natürlich nicht nachvollziehen, wie das eine Frau quasi erlebt. Und wie ist es als ihr, wenn das also so unmittelbar danach war, dass du den Echo kennengelernt hast, dann ist es ja total schwer, erstmal wieder zu vertrauen und sich auf eine Beziehung einzulassen und sich da zu öffnen. Wir hatten am Anfang so die Problematik, dass ich nicht damit klargekommen ist, dass er so lieb ist. Und dass auch vieles einfach so offen kommuniziert wurde. Also, dass er auch dann, wenn ich mal irgendwie rausgegangen bin oder so, dass eben nicht dieser Ärger gekommen ist. Damit muss man erstmal klarkommen. Das ist so banal und bescheuert eigentlich, dass man darüber nachdenken muss. Aber für mich war es schwierig, dass ich da niemanden hatte, der mich wirklich zusammengeschissen hat. Dafür, dass ich etwas machen möchte. Das ist ein krasser Satz, ne? Ich musste mich erst mal dran gewöhnen, dass der so lieb ist. Ja. Schatz, ess mal, bevor das kalt wird. Ja, entschuldige bitte, entschuldige, natürlich. Deswegen sage ich, man muss sich sowieso, seine Frau sowieso, ja, aber so generell... Lieb ist, so lieb ist der. Generell, das ist doch mal was. Alle unsere, auch unsere Kollegen, man muss sich gegenseitig hochheben so, ja, und nicht immer runterziehen. So. Weil diese, das muss nicht immer nur eine toxische Beziehung von einem Liebespaar sein. Das kann auch zwischen zwei Kumpels sein, wo der andere Kumpel den eigentlich immer nur runtermacht. Das, was Sarah erlebt hat, ist viel, viel ernster. Ich will nur da so jetzt mal den Bogen schaffen, zurück in ein offeneres Gespräch. Ich habe das mit der Zeit gemerkt, die Leute quasi auszusortieren in mein Leben, die mir nicht gut taten. So, ja? Das hat meistens was mit meiner Arbeit zu tun gehabt, weil mein Leben ist irgendwie fast nur wegen meiner Arbeit draufgegangen. Und ich habe mich irgendwie, bis heute habe ich jetzt geschafft, mich nur mit Leuten zu umgeben, wo wir uns gegenseitig hochheben. Das ist das A und O im Leben, so, sonst wachst du ja schon schlecht gelaunt auf. Ja? Prösterchen. Auf das Glück. Auf das Glück. Schön, dass wir so jung noch zusammengekommen sind. Will eigentlich jemand Salat? Ich habe den echt mit Mühe und Liebe angemacht. Oh ja, den werden wir jetzt probieren. Ja. Sag mal, wann hast denn du eigentlich gegessen, ja, weil, Echo? Ja, aber echt, war das eine Nudel, die du so... Ihr habt euch, ich wollte euch da nicht dazwischen gehen.
Und ich habe auch kurz gedacht, soll ich jetzt ganz aufhören, bis mich von denen wieder einholen lassen? So, ja. Nee, das war zu lecker. Aber ich konnte da euch nicht reingritschen, das war so ein ernstes Thema. Und dann habe ich gedacht, komm. Also der Salat ist außerordentlich lecker. Das ist einer der besten Salate, die ich je getastet habe. Ehrlich? Ja, also Top 3. Ich lasse euch jetzt aber auch bald mal. Ihr habt ja so selten mal einen Abend für euch, deswegen würde ich dann auch nach dieser Speise mich zurückziehen in meinen Yoga-Raum, wo ich schlafe. Gehst du in der Nacht wandern oder schnarchst du? Mm-mm. Nein? Okay. Also ich glaube es zumindest nicht. Okay. Seid ihr, schnarcht ihr? Also ich nicht. Also sie behauptet das. Nein, aber überhaupt nicht. Ich habe Tonaufnahmen davon. Eine Behauptung. Eine ganz miese. Hallöchen. Schönen guten Morgen, mein Lieber. Guten Morgen, du hast ja schon auch nett. Ja, das ist hier türkische Knoblauchwurst, Sucuk. Sucuk, ich liebe Sucuk. Sucuk mit Ei, ja. Ah, großartig. Hast du denn gut geschlafen? Sehr, sehr gut. Allerdings muss man schon sagen, es ist ein Neubaugebiet und so ab 6.15 Uhr wird angefangen, neu zu bauen. Ja, ja. Da rattert das schon mal. Ja. Ich hole mal eben Teller, weil können wir ja direkt super. Hier essen. Ne? Ja, super, sehr gerne. Müssen wir ja jetzt nicht so förmlich machen. Soll ich irgendwas machen hier bei dem Herd? Keine Ahnung, irgendwas wischen? Du kannst mal aufpassen, dass das nicht zu sehr anbrennt. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe jetzt aus Versehen die YouTube-App deinstalliert. Aber hast das Internet abgeschaltet? Ja. Ein Gäbelchen für dich. Danke sehr, mein Lieber. Und ein Tellerchen? Oder hast du kriegst die größere Portion. Oh, danke. Ja. So, dann hauen wir mal rein. Ja, vielen Dank. Aber das ist toll, dass du das machst. So auch ein bisschen noch sozusagen die Wurzeln nicht zu vergessen. Na, Essen und Musik, das kriegt man nicht mehr raus. Machst du so türkische traditionelle Musik? Manchmal. Ich höre manchmal Schlager. Es kommt immer auf die Stimmung an. Manche. Stimmt. Hast du auch schon im Schlagergeschäft mitgemischt, ne? Ja. Was hörst du denn für Schlager? Best-of-mäßig. Ich finde Roy Black cool. Mhm. Das glauben mir die meisten immer nicht. Aber ich war genau, als ich ein kleiner Junge war, 8, 9 Jahre, Schlüsselkind und was auch immer. Wir hatten die öffentlich-rechtlichen Sender und den einen Privatsender, den wir empfangen haben. Und da war der halt so der coole Held so, also von den Serien und Filmen. Ein und das Schloss am Wörthersee, am wunderschönen Wörthersee. Ich kenne das noch ganz genau. Und das habe ich dann halt so wahrgenommen. Ja? Und wenn ich das heute höre oder sehe, erinnert mich das an meine Kindheit. Ist auch geil, dass dich Roy Black an deine Kindheit erinnert. Ja, Wahnsinn. Deswegen sage ich, das glauben mir die meisten nicht.
Hast du eigentlich heute Tagesfreizeit? Halte ich dich von irgendwas ab? Nee, ganz und gar nicht. Ich habe nur heute überlegt, was wir eigentlich machen mit dem Baum. Weil, wie du siehst, können wir nicht wirklich den hier pflanzen, weil das alles noch nicht fertig ist draußen. Und ich dachte, vielleicht kannst du mich begleiten irgendwie, dass wir ein Gefäß für den Baum suchen, damit wir den auch angemessen hier platzieren können. Sehr gern, weil so geht's natürlich nicht, ne? Weil da wird ja wahrscheinlich noch mal Erde aufgeschüttet und so. Ganz genau, ganz genau. Aber der Baum bleibt, oder? Der Baum bleibt, ey, hör mal, das ist das Wichtigste jetzt hier. Ich komme auch regelmäßig vorbei zur Baumpflege und zur Kontrolle, ob er noch da ist. Sehr gerne. Apropos Kontrolle, du hast auch mal gesagt, dass du ja auch mal unten warst. Und dann musstest du wieder vom Luxus ein bisschen so zurücktreten. Mhm. Irgendwann habe ich mir meine Unabhängigkeit erkämpft, aber war dann auch im Zuge dessen, dass die Finanzkrise war, aber auch die Musikkrise. Da kam gerade das Internet rein. Ja, und all meine Plattformen, sei es Bravo, sei es irgendwie The Dome oder Fernsehen, Musikfernsehen, alles fiel auf einmal flach. Ich war nicht mehr der süße Junge. Ich war auf einmal ein türkischer Mann mit einem Bart. Ne? Also gar nicht mehr so Bravo-kompatibel. Und ich habe mir dann im Internet meine Fanbase aufgebaut. Mhm. Ja? Und habe mir dann da Mal für Mal, Album für Album eine größere Fanbase aufgebaut. Hab gelernt, das Internet als mein Freund zu sehen. Ne, das ist jetzt schon für manche voll oldschool, was ich hier sage. Aber ja, klar, ich musste diesen Übergang sozusagen bewältigen. Und das hat dann auch irgendwann geklappt. Ja. Und dann sind die Alben gechartet und nicht die Singles, sondern die Alben. Vielen Dank für das sehr leckere Frühstück. Voll gut. Dann kaufen wir jetzt ein Baumgefäß oder was? Machen wir. Ich esse hier noch mein Eiweißbrot zu Ende. Auf jeden Fall. Nicht, dass du hungrig im Baumarkt. Das darf man nicht. Süß ja. Diät. Guck mal, wie fertig das. Da, Pierre, was ich dich schon immer fragen wollte, ja? Ja. Wofür steht eigentlich das M in deinem Namen? Ich wusste, dass diese Frage kommt. Wurde ich noch nie gefragt. Es ist Money. Steht für Mann. Mind-blowing. Yeah. Oder Mann. Für Mann, weil ich im Baumarkt zu Hause bin. Hast du eine Vorstellung? Weil es muss ja auch schön aussehen und zum Haus passen. Und es muss ja auch ein ziemlich großer Topf irgendwie sein, ne, wo das dann da reinpasst. Also das Ding ist ja, das Wichtigste ist ja, dass das der Sarah gefallen muss. Ja? Ja, und da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir auch wirklich die ästhetisch richtige Auswahl treffen. Hallo. Sag mal, Gartencenter, ist es dann richtig? Ja, schon, oder? Oder jo. Wir nehmen sowas und kippen einfach die Farbe aus? Nee, das machen wir nicht. Machen wir nicht? Okay, das wäre so Vintage Industrial Look. Das ist vielleicht in Karlsruhe in, ja? Aber in Kerpen, ja? Da gibt's den Vintage-Look nicht. In Kerpen hat man Stil. Ich würde fast sagen, dass sie das mögen würde. Ja. Das kommt irgendwie so Sarah-mäßig. Ja, finde ich aber auch gut, ehrlich gesagt. Muss gut aussehen und so, als ob man das nicht anfassen darf. Okay. Das ist, glaube ich, das. Es ist... Aber ja, ich glaube, das ist es. Dann nehmen wir noch Erde mit, oder? Nehmen wir noch Erde mit. Ja, keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, wir nehmen zweimal 50 Liter, oder? Ja, oder ist es... Oder sollen also wir 5 mal 20 Liter nehmen? Du willst 100 nehmen, ja? Ja, okay, schon, oder? Dann komm. So. So. Ach, das ist doch toll. So. Wow. Siehst du, und wir haben uns schmutzig gemacht. Ja. So. Das M steht für Mann. Es steht für Maurice. Für Muckis. Muckis. Das sagst du nicht, wofür das steht. Doch, ne? Marcel. Marcel? Also, ich habe jetzt zwar schon schmutzige Hände, aber ja. Eine Schaufel vielleicht noch, oder? Wo gibt's denn Schaufeln? Wie wär's denn mal mit einer Gartenshow, Herr Krause? So, du bist ja Schaufel-Experte. Spaten, Spatengabel. Selber Spaten. Aber das passt gut, weil ich mache viel so Spatensendungen. Sag mal, willst du vielleicht Rapper werden? Oder so? Ja. Muss ja. Das nicht sowas eher sein? So eine kleine, ne? Ja. Kleine Schaufel. Schäufelchen. Schäufelchen, ja. Schäufelchen. Nehmen wir Schäufelchen. Schäufele. Schäufele. Das müsste doch reichen, oder? Das ist doch gut. Und ich lade dich auch übrigens ein, das ist ein Geschenk. Ach was? Ja, doch, ich lade dich ein. Das kann ich nicht annehmen. Doch, ich will ja ein schönes Mitbringsel auch haben.
Sie kein Gärtchen bei Ihnen? Nee, noch nicht. Dann wären es 109,52 €. Sehr gerne. Ja, gerne. Danke Ihnen. Wow, was soll ich dazu sagen? Ja, das ist doch super. Das war, ja klar, das ist total gerne, Mann. Das ist wirklich, wie gesagt, ich bin ja total dankbar für die nette so, Zeit. 1, 2, 3, 4 und 58. Vielen Dank. Und ein Böngchen. Ein Böngchen. Schönen Tag zusammen. Da, die sind aber schön. Dankeschön. Den wünschen wir Ihnen auch. Alles Gute Ihnen. Ja, Ihnen auch. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Mann, danke schön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sehr, sehr gerne. Werde ich hier verwöhnt hier mit Töpfen. So, nimm mal den großen Topf, ja? Opa. Vorsicht. Geht's? Ja, danke. Hier ist schon mal der laubt etwas. Pass auf, ich schneide mal hier die Ecke auf, ja. Oder? Das müsste ja reichen. Ja. Und jetzt hieven wir den Sack darüber. Jawohl. Und Achtung, rein damit. Ich glaube, ich könnte das Loch größer machen. Ja, ich glaube auch. Ja. Sorry. Können wir noch nicht. Schneid jetzt ja nichts Falsches ab. Warte. Hoffentlich beobachtet uns keiner. So, jetzt aber. Jetzt komm. Guck mal hier, wie gut es läuft. Oh. Da schau her. Jetzt kommt nämlich die Schaufel ins Spiel. Ja, ja, gut, dass wir die gekauft haben. Das ist jetzt so schön, das kriege ich hier nie wieder verschoben, ey. Das hätte man sich vorher bedenken müssen, ne? Ja, aber den Platz haben wir eigentlich ganz gut ausgesucht. Aber den kannst du jetzt eigentlich nur noch rollen. Stimmt, wir haben jetzt da 100 Kilo Erde drin. Das heißt, wenn der Garten gemacht wird, müssen die halt um den Baum drumherum. Ja, genau. Ja. Nee, ich glaube, der bleibt jetzt erstmal so. Ja, der ist auch super so. Das ist ein toller Baum. Jetzt machen wir noch das Geschenk für Sarah zu Ende. Ja. Damit die, und dann kannst du die ja vielleicht mal holen. Und dann gucken wir mal. Das ist so ein bisschen, ne? So ein bisschen Baumschule, was wir hier machen. Und das ist was, da kannst du jetzt stolz drauf sein, weil du hast einen Baum gepflanzt. Und übrigens auch was, worauf du ja sehr stolz bist, ist hier von wegen Schule. Es gibt in einem Schulbuch inzwischen einen kompletten Text von dir. Ne? Oh ja. Das ist doch auch was, wo man sagt, da bin ich. Das erzähle ich gerne mal meinem Sohn. Toll, das hätte ich natürlich niemals gedacht, dass mal sowas. Gastarbeiter war das, ne? Der Gastarbeiter, genau. Das ist echt krass. Was soll ich dir sagen? Das ist so mit das Coolste von den Sachen, was ich bis jetzt erlebt habe. Das und diesen Baum gepflanzt zu haben. Genau. Hier. So. Direkt neben dem hier, ja. Komm, hol mal Sarah, und frag, ob sie damit einverstanden ist. Bevor wir jetzt. Weil wir erkennen nämlich dann an ihrem Blick, ob sie es ernst meint, wenn sie sagt, sieht schön aus. Bevor wir jetzt hier zu Nostalgie. Die Frau Süd, ja. Sarah! Sarah! Ja, ich komme. Kommst du mal bitte? Also das mit dem Gelb ist übrigens, habe ich jetzt gerade hier gesehen, das ist richtig sogar. Der soll so sein. Das ist sein Style, ja? Das ist sein Style. Das ist sein Winteroutfit. Okay. Kommst du? Ich komme, ich zieh mir Schuhe an. Sie zieht sich Schuhe an. Du brauchst gar nicht rauskommen, du kannst auch direkt vom Dings gucken. Du kannst auch hier von hier rausgucken, Schatz. Genau. Ja, bin da. Du brauchst gar nicht in den Matsch gehen. Ach so, ich brauch gar keine Schuhe, okay. Der ist noch klein. Aber der wächst. Aber es sieht toll aus. Ja, wirklich? Das sieht richtig toll aus. Das macht ja hier schon alles vertonlich. Habt ihr gut gemacht. Ach, schön. Wow, ey, darauf haben wir gehofft jetzt. Es gibt einfach nichts Schöneres, als von einer Frau gelobt zu werden. Ja, das stimmt. Glaube ich. Wirklich noch. Und das haben wir dir auch noch mitgebracht. Och, danke schön. Das ist dieselbe Farbe wie in meinem Yoga-Raum. Deswegen. Ach, genau. Super. Das kommt von Herzen. Ah, danke. Mensch, ihr Lieben, das ist total schön bei euch. Ich würde dann jetzt mal, ja, schweren Herzens meine Tasche packen und dann, ja, und dann langsam gehen, ne? Oh, nee. Oh, doch. Aber schade, ne? Das heißt ja, hätte ja noch was bleiben können. Ja, dann komm, wärm dich erstmal ein bisschen noch auf und hol deine Tasche und ich bring mal den Müll weg. Vielen Dank. So, ihr müsst jetzt ganz stark sein, weil ich gehe jetzt. Ja, wir sind schon traurig. Wieso putze ich mir beim Rausgehen die Schuhe ab? Aber gut, vielleicht auch Zeit zu gehen. Ach so, Mensch. Vielen herzlichen Dank. War schön mit dir. Ebenso. Komm uns bald wieder besuchen. Sehr, sehr gerne. Dass du schon gehst. Ich glaube, wir sehen uns wieder. Hoffentlich. Pass gut auf meinen Baum auf. Machen wir. Mach's gut. Das war eine große Freude. Tschüss. Ciao. Tschüss. Vielen, vielen Dank. So, was machen wir jetzt? Einfach chillen. Gute Nacht, Freunde. Es ist Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.
Und ein letztes Glas in Stich. Danke. Ja, Mensch, ich sag danke. Das hat Spaß gemacht, weil der Echo so ein Lieber ist und die Sarah auch. Und weil es so fantastische Gastgeber sind. Und ich habe viele andere Gastgeber getroffen. Und vielleicht habt ihr Lust, was davon anzuschauen. Denn es gibt weitere Folgen, Krause kommt in diesem Kanal. Ich lade euch ein, schaut's euch an. Lasst einen Kommentar da. Wenn es ein gutes ist, dann freuen wir uns. Und wenn es ein böses ist, dann liest es bestimmt auch irgendjemand. Vielen Dank. Tschüss. Mach's gut. Das war's, ne? Feierabend? Ja, Drehschluss. Sehr schön. Vielen Dank.